Wir sprechen über die Selbstzahlerleistung, auch IGEL-Leistung genannt, in der Frauenarztpraxis, ob Brustultraschall, vaginale Ultraschall, zusätzlicher Abstrich, Geschlechtskrankheitentest. Was macht eigentlich Sinn und macht es überhaupt Sinn oder ist das alles nur Geldmacherei? Klären wir alles jetzt in dieser Folge. Mein Name ist Dr. Med-Konstantin Wagner und mit diesem Kanal möchte ich dich aufschlauen, damit du dir selbst besser helfen kannst, dir selbst besser zu helfen. Das Ganze mache ich, indem ich dir einfach mein Fachwissen vermittle, leicht verständlich und du sagst bestimmt, boah, ist eine gute Sache, vielen Dank, dann lass es mich doch einfach mit einem Abo wissen. Individuelle Gesundheitsleistung, auch IGEL-Leistungen genannt, wird dir sicherlich mal über den Weg gelaufen sein, wenn du im Wartezimmer sitzt und die netten Broschüren da durchblätterst und vorne und hinten alles liest und denkst, ja, keine Ahnung. Und dann gehst du zu deiner Gyni rein und sagst, was macht denn hier eigentlich Sinn oder was macht keinen Sinn? Und das will ich dir jetzt alles mal so ein bisschen auseinanderklamüsern. Und damit fangen wir an mit Nummer 1, ein Klassiker, der Brustultraschall. Wie du sicherlich weißt, ist ohne Beschwerdebild, ohne Vorerkrankung der Brustultraschall nicht die Früherkennungsmaßnahme, die von den gesetzlichen Krankenkassen und auch von den wenigsten privaten Krankenkassen übernommen wird. Aber macht das nicht Sinn? Das ist der häufigste Krebs der Frau. Jede Achte bekommt Brustkrebs. Warum nicht also vorsorgen oder früh erkennen? Und du wirst es kennen, den sogenannten IGEL-Monitor, der so ein bisschen wissenschaftlich beleuchtet, ob eine IGEL-Leistung sinnhaft ist oder eben nicht. Gucken wir mal nach, was sagt denn der IGEL-Monitor zum Brustultraschall? Und stellen ernüchternd fest, findet der nicht so toll. Ja, das ist wirklich sehr ernüchternd, weil wir haben es gerade gehört, es ist ja relativ häufig. Also warum sollte man das nicht auch regelmäßig einmal pro Jahr machen lassen? Was ein wichtiger Punkt ist, und da kommen wir bei dem Vaginalultraschall gleich auch nochmal drauf zurück, die beziehen sich auf die Krebserkrankungen. Der Brustultraschall und der IGEL-Monitor sagen, ja, aber damit lässt sich ja ein Brustkrebs auch nicht früher erkennen oder die Sterblichkeit ist jetzt nicht viel geringer, nur weil ich regelmäßig einen Brustultraschall mache. Gilt halt für die gesamte Masse auf den Brustkrebs. Für das einzelne Individuum gilt es erstmal nicht, was die Krebserkrankung angeht. Und vor allen Dingen, was hier gar nicht beschrieben ist, dass man vielleicht etwaige andere Auffälligkeiten detektieren kann. Ähnlich ist es beim Vaginalultraschall, was ich gleich auch nochmal erzähle. Also, fangen wir mal an. Vorteile sind, ich kann natürlich bei einer dichten Brust, bei einer jüngeren Frau oder auch bei einer älteren Frau, die einfach ein dichtes Brustdrüsengewebe hat, mit dem Ultraschall wahnsinnig gut die Brustdrüse detektieren und durchscannen. In Klammern, liegt natürlich auch immer an der Expertise der Expertin, des Experten, der den Ultraschall führt. Das gilt ja quasi auch für alle Ultraschallleistungen. Die Diagnostik ist nur so gut wie die Anwenderin der Anwender, Klammer zu. Was können wir also im Brustultraschall neben einer möglichen Erkrankung sehen? Auch andere Veränderungen, eine Zyste, gutartige Tumore, Fibroadenom, Ödeme in der Brustdrüse, vielleicht kleine Knötchen, Vernarbungen, Lymphknoten, die vergrößert sind, all das sind ja kleine Indizien, die vielleicht auf eine Zyklusstörung oder auch Wechseljahrsproblematiken hinweisen. Deswegen kann auch der jährliche Brustultraschall, was den Brustkrebs angeht, vielleicht beim IGEL-Monitor nicht so gut abschneiden. Was aber andere Veränderungen angeht, die vielleicht für dich auch eine Relevanz haben, das vielleicht dann doch schon. Und da müssen wir natürlich auch nochmal kurz über die Mammographie, das Röntgenbild der Brust, sprechen. Da ist nämlich das Ganze ziemlich limitiert, wenn die Brust sehr dicht ist. Ja, da leuchtet sehr viel in der Mammographie und der Ultraschall hat da sicherlich die Vorteile. Also als ergänzende Maßnahme bei dichten Brustdrüsengewebe ist das auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Nochmal eine Klammer auf, es wird teilweise auch von den Radiologen empfohlen, wenn in der Mammographie die Brust zu dicht ist, eine ergänzende Sonographie zu machen. Und dann wiederum kann es sogar sein, dass die Krankenkasse das bezahlt, Klammer zu. Was steht diesen Vorteilen, die ich gerade so aufgezählt habe, dem eigentlich entgegen? Wir haben einmal eine falsche Überdiagnostik. Also ich finde vielleicht einen Drüsenknötchenkörper, einfach Läppchen, die übereinander liegen, auffällig im Ultraschall und schicke diese Frau jetzt zur weiteren Diagnostik. Vielleicht eine Biopsie aus der Brust mit einer lokalen Betäubung, wird ein kleines Kegelchen rausgestanzt, dann ist eine lange Wartezeit, bis das Ergebnis da ist. Man kriegt vielleicht noch eine ergänzende Mammographie. Wirklich alles sehr zeitintensive und sehr auffühlende Ereignisse, die vielleicht überhaupt nicht notwendig gewesen wären, weil letztendlich stellt sich raus, das war nichts, das war einfach ganz normales Brustdrüsengewebe. Also Vorsicht bei Überdiagnose. Ja, es gibt keinen wissenschaftlichen, evidenzbasierten Nutzen. Also die Sterblichkeit, wenn man auf lange Sicht guckt, reduziert sich nicht durch jährlichen Brustultraschall, was den Brustkrebs betrifft. Das ist Fakt.
Und wir haben natürlich den Kostenfaktor, wie bei allen IGEL-Leistungen. Der liegt bei dem Brustultraschall, ihr werdet vielleicht schmunzeln, zwischen 30 und 70 Euro. Diejenigen schmunzeln, die ja jährlich 200 Euro hinblättern müssen. Das liegt natürlich total an der Praxis, am Standort, am Ultraschallgerät, an, weiß ich nicht, der Expertise dieses Menschen, der das betreibt. Also da ist die Range natürlich höher, aber der Schnitt liegt zwischen 30 und 70 Euro. Gibt es ein empfohlenes Alter? Ja, du wirst lesen im Internet, so ab 40 kann man das schon mal jährlich einfließen lassen, weil da auch hormonell einiges passiert und da auch Veränderungen in der Brust, vielleicht kennst du es ja auch, dass Brustspannen passieren können, auch Veränderungen im Gewebe, Tumore, die wachsen, was ja nicht gleich Brustkrebs sein muss. Deswegen ab 40 einmal jährlich tatsächlich so eine Altersempfehlung. Wie sieht jetzt meine Empfehlung aus? Die kann ich dir natürlich nicht aussprechen. Ich bin erstmal ein Mann, ich werde Brustkrebs mit einer sehr, sehr geringen Wahrscheinlichkeit bekommen, deswegen stecke ich nicht so im Thema drin. Als Gynäkologe würde ich sagen, wenn man das Geld hat, würde ich als eine der IGEL-Leistungen den Brustultraschall jährlich auf jeden Fall mitmachen. Denn Brustkrebs ist einfach statistisch der häufigste Krebs der Frau und damit würde ich da vieles dran setzen, das früh erkennen zu wollen, jetzt mal unabhängig von der Vorgeschichte. Ganz kleiner Punkt nochmal zusätzlich, wie ist das eigentlich, wenn jetzt die Oma, die Tante da mal Brustkrebs hatte, kriege ich das dann nicht bezahlt, weil familiäre Vorbelastung, dann kann ich hier mal eine schöne Tabelle einblenden. In der Regel wird gesetzlich nur übernommen, wenn du wirklich ein genetisch hohes Risiko hast und das liegt nur vor, wenn du eins dieser Kriterien hier erfüllst oder mehrere. Zweitens, der Vaginalultraschall wirst du auf jeder Liste lesen im Wartezimmer. Da habe ich auch schon gerade durchblicken lassen, der IGEL-Monitor sagt wieder, also bezüglich Eierstockkrebs, keine Chance, macht überhaupt wissenschaftlich keinen Sinn, das jährlich durchzuführen. Ja, das stimmt. Das Ovarialkarzinom ist ein Karzinom, was unglaublich spät erst Symptome macht und macht erst dann Symptome, wenn der Zug meistens schon ordentlich unterwegs ist und dann läuft man tatsächlich hinterher. Also an Früherkennung beim Eierstockkrebs ist kaum zu denken, leider. Auch der Ultraschall bietet da keine verlässliche Früherkennungsmaßnahme. Stimmt, hat der IGEL-Monitor komplett recht. Aber auch bei der Brust bietet uns der Vaginalultraschall unfassbar viele Informationen. Nicht nur bezüglich einer Gebärmutter, wie die aussieht, ob die verändert ist, ob die asymmetrisch ist, ob vielleicht eine Adenomyose, Endometriose in der Gebärmutterwand sein könnte, ob es vielleicht Veränderungen an den Eileitern gibt, Zysten, die Eierstöcke, wie sehen die aus? Sind die voller Follikel? Wie sehen die Follikel aus? Sind die klein, groß? Sind die hormonell aktiv, inaktiv? Liegt vielleicht ein PCO vor? Wir haben eine Harnblase. Ist die Wand verdickt? Wie sieht der Urin aus? Ist der grisselig, trüb oder sieht er in Ordnung aus? Was macht der Darm? Ist der sehr aktiv? Gibt es da Briden, Vernarbungen etc. pp. Der Vaginalultraschall ist wirklich ein riesengroßes Tool, weil man auch mit dieser Ultraschallsonde, das ist nicht schön für die Frau, das stimmt, aber sehr nah an die Zielorgane rankommt und dadurch ein sehr, sehr hoch auflösendes Bild hat von den einzelnen Organen. Also ich bin total beim IGEL-Monitor, was den Eierstockkrebs angeht. Ach, schwierig. Aber all die Veränderungen, die trotzdem auftreten können, bei hormonellen Schwankungen, bei Kinderwunsch, bei Zyklusstörungen etc., kann der Vaginalultraschall wirklich eine sinnvolle Sache sein. Und klar, bei familiär erhöhtem Risiko, Brustkrebs, Eierstockkrebs, ist das natürlich eine Maßnahme, die man eventuell auch nochmal überlegen sollte, um da vielleicht doch sehr frühzeitig Freiflüssigkeit im Bauch zu sehen und dem näher nachzugehen. Auch hier, da gilt quasi dieselbe Liste wie bei dem Brustkrebs, gibt es auch genetische Risiken, ja, aber die müssen auch erfüllt sein, damit die Krankenkasse das bezahlt. Die Nachteilliste, die kann ich kurz machen, weil die deckt sich eigentlich zum Brustkrebs. Wir haben also Angst vor Überdiagnosen, dass wir irgendwas sehen, was nichts ist. Und wir haben natürlich die Wissenschaft, die sagt, also was Eierstockkrebs angeht, keine Chance, da gibt es keinen Nutzen, dass man hier irgendwie die Sterblichkeit senken kann. Kostenfaktor, auch hier 30 bis 60 Euro ist so die Range. Auch hier wird es Praxen geben, die mehr nehmen. Weniger, wahrscheinlich eher weniger. Bin ich euch noch das Alter, die Altersempfehlung schuldig? Auch hier würde ich sagen, ab dem 40. Lebensjahr, wenn man das Geld hat, einmal jährlich machen lassen, ist nicht verkehrt, weil hier passiert hormonell so viel, dass doch mal Myome wachsen können, Polypen, es können Zyklusstörungen auftreten, dass man hier wirklich einmal schaut, was macht die Eierstockreserve etc., ob da irgendwelche Veränderungen jetzt in dieser hormonellen Umschwungsphase passieren. Was ist mit dem zusätzlichen Abstrich? Ich habe es das letzte Mal oder in einem der letzten Videos erzählt, Abstrich nur noch alle 3 Jahre, das ist ja nichts. Was mache ich denn in den Zwischenjahren? Könnte ich da nicht irgendwie doch nochmal so ein Pap-Abstrich, vor allem so ein Thin-Prep machen.
ThinPrep ist die Dünnschicht-Zytologie, quasi ein Champions League-Abstrich, wo man wirklich das Zellbild ein bisschen besser beurteilen kann. Hier sagt der Eagle-Monitor, ich weiß nicht so richtig. Ganz klassische Aussage, der Nutzen ist unklar. Vorteile, ganz klar, bessere Zellgewinnung, dadurch auch weniger nicht auswertbare Abstriche, bessere Aussagekraft, was das Zellbild angeht. Also das ist klare Vorteilsseite. Weiterer Vorteil, wenn du Pappabstriche hast, die schwer beurteilbar sind, immer wieder unklar, schwankend sind, dann bietet diese Art des Abstrichs natürlich nochmal einen weiteren Faktor. Auf der Nachteilsseite, ja, Kosten, brauchen wir nicht drüber sprechen, 30 bis 50 Euro kostet so ein ThinPrep, das ist natürlich schon ein Wort. Und wir haben es wieder gesagt, Überdiagnose, könnte natürlich auch sein, dass da was rauskommt, was überhaupt keine Relevanz hat, wenn man das jetzt zusätzlich macht. Und auch hier der fragliche Nutzen. Also es gibt keine klare wissenschaftliche Datenbasis, wo man sagen kann, der ThinPrep macht auf jeden Fall Sinn, weil er ist besser, sondern der ThinPrep zeigt nicht wirklich signifikant bessere Ergebnisse. Empfehle ich das? Ja, nein. Frauen ab 30, sehr individuell. Ich würde es jetzt nicht tendenziell empfehlen. Einen anderen Abstrich, ja, da kommen wir gleich noch zu. Wenn du natürlich Risikofaktoren mitbringst, unklare Abstriche in der Vergangenheit hast, kann man das mal machen. Aber hier würde ich eher sagen, unklar. So, wenn du dir dieses Video damals angeguckt hast mit Abstrich alle 3 Jahre, wirst du auch rausgehört haben, es gibt dann alle 3 Jahre einen HPV-Test ab dem 35. Lebensjahr erst. Aber in diesem Video erkläre ich auch, dass das Risiko ab dem 30. Lebensjahr HPV zu haben ja ansteigt. Macht es dann nicht Sinn, ab dem 30. Lebensjahr zusätzlich so einen HPV-Test zu machen, bis ich 35 bin? Ich sage ja. Und der Eagle-Monitor sagt ja. Frauen ab dem 30. Lebensjahr sollten sich überlegen, ob sie einmal pro Jahr dann doch einen HPV-Test machen, also einen HPV-Abstrich. Und von diesem Ergebnis hängt auch ganz davon ab, ob man nochmal diesen Pap-Abstrich oder von mir aus auch den ThinPrep macht. Denn HPV ist der größte Risikofaktor für Gebärmutterhalskrebs oder sagen wir mal für Veränderungen am Gebärmutterhalszellbild. Wenn HPV dann also im 31. Lebensjahr positiv ist, würde ich definitiv, und das ist dann meistens auch eine Kassenleistung, einen Pap-Abstrich hinterher schieben, um zu gucken, ist das Zellbild schon verändert. Dann ändern sich also auch schon die Vorsorgeintervalle und es wird nicht erst detektiert, wenn du 35 bist. Und da schon festgestellt wird, HPV ganz schön positiv und Zellbild vielleicht auch schon verändert. Kostentechnisch liegen wir jetzt wieder bei den Nachteilen. 40 bis 80 Euro ist auch ein Wort, wäre es mir, wenn ich es hätte, einmal pro Jahr aber definitiv wert. Wir haben wieder den großen Faktor Überdiagnostik und vor allen Dingen auch Ängste. Was passiert denn, wenn ich mit 30 HPV positiv bin? Das kann viele Ängste schüren. Da muss man gut aufklären, zu sagen, okay, so und so viel Prozent sind einfach HPV positiv. Die Selbstheilungsrate ist wahnsinnig hoch. Dazu würde ich dir auch dieses Video einmal empfehlen, wo ich ganz viel auf diesem Kanal auch schon über HPV gesprochen habe, wenn du positiv bist etc. Also da nicht aus der Ruhe bringen lassen. So, kommen wir zum letzten Punkt. Test auf Geschlechtskrankheiten. Hört man ja auch immer mal wieder. Ich will einmal pro Jahr gucken, ob alles fein ist bei mir. Und das kommt natürlich ganz darauf an, wie aktiv du bist. Hast du jetzt seit 30 Jahren denselben Partner, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht jährlich sagen, mach mal Geschlechtskrankheiten-Test. Aber wenn du, weiß ich nicht, Mitte 20 bist und sagst, oh, so ab und zu habe ich dann schon doch mal an verschiedene Geschlechtspartner, dann macht es durchaus Sinn, vielleicht doch mal zu gucken, dass da nichts übertragen wurde. Da gibt es Kombinationstests, sogenannte Multiplex-Tests, wo wirklich eine ganze Palette an Geschlechtskrankheiten über einen Abstrich genetisch quasi aufgedröselt wird, ob da eine Erkrankung vorliegt, ja oder nein. Und dann kriegt man so einen Wisch zurückgeschickt und dann steht dann überall hoffentlich negativ, 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 negativ. Und dann weiß man, okay, die gängigsten Geschlechtskrankheiten sind schon mal ausgeschlossen. Kleiner Funfact nebenbei, wissen wenige, Frauen zwischen dem 20. und 25. Lebensjahr bekommen einmal pro Jahr den Test auf Chlamydien. Also eine sehr, sehr tückische Geschlechtskrankheit, die man so gar nicht mitbekommen muss. Und das ist eben gesetzlich fest verankert. Da habt ihr Anspruch drauf und das solltet ihr auch wahrnehmen bis zum 25. Lebensjahr. Also auf der Vorteilsseite, falls da doch was rauskommt, sagen wir bis 26 und es kommt raus Chlamydien, ist das ein absoluter Gewinn für deinen Körper, denn unbehandelte Chlamydieninfektionen können bis hin zur Unfruchtbarkeit und Verwachsung im Bauch führen. Ganz, ganz fiese Geschichte. Und man merkt davon noch nicht mal was. Und deswegen ist natürlich von Vorteil, wenn man das früh erkennt, dass man auch früh behandeln kann, Antibiotikum, fertig aus, Chlamydien sind dann erstmal weg. Vorteile, ja, besonders bei Risikogruppen, sage ich mal, die sehr promisk durch die Welt marschieren, sollte man das wirklich regelmäßig machen, um sich da auch zu schützen und natürlich auch mögliche Geschlechtspartnerinnen und Partner zu schützen. So, Nachteile soll ich es nochmal aufklamüsern, Kostenfaktor 20 bis 50 Euro im Schnitt, über Diagnosen auch wieder möglich.
Und vielleicht noch ein Nachteil, wenn man jetzt wirklich monogam unterwegs ist seit Jahren, Jahrzehnten, dann macht das, glaube ich, in meinen Augen wenig Sinn. Sonst würde ich ab dem 25. Lebensjahr, je nach Lifestyle, schon empfehlen, wenn man das nötige Kleingeld hat, einmal pro Jahr sich auf Geschlechtskrankheiten zu testen. Jetzt würde mich mal interessieren, welcher Selbstzahler-Test hat dir jetzt noch gefehlt? Was würdest du gerne noch wissen? Und vor allen Dingen, machst du das einmal pro Jahr? Oder sagst du, ich mache das, was mir angeboten wird und den Rest, den lasse ich halt einfach bleiben. Ansonsten hilfst du mir natürlich extrem, wenn du ein Abo dalässt und vielleicht ist hier ja auch noch was für dich dabei.